Hallo YouTube und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Gameplay-Commentary von eurem Maxo auf meinem Kanal. Ja, im Hintergrund seht ihr auf der Map Strike MW2 gespielt mit der Scar 8 Schalldämpfer, Magnum FNJ, Plünderer, Feuerkraft Pro und Ninja Pro. Ein MW2 Gameplay. Warum MW2? Ja, weil ich über MW3 reden möchte und da finde ich, ist ein Battlefield Gameplay im Hintergrund ein bisschen scheiße. Deswegen werde ich jetzt einfach mal dieses Gameplay nehmen. Guckt euch an, das ist nicht das Schlechteste und es ist ein Free-for-All, was ich glaube ich noch nicht gesagt habe. Ja, ich habe ein paar Themen zur MW3 rausgegraben. Ein paar sind schon ein paar Tage älter. Ich hatte aber einfach im Moment keine Zeit und auch keine Lust auf MW3, denn Battlefield ist bei mir seit dem 25. Oktober nur Dauer an. Also ich spiele wirklich gar kein MW2 mehr. Ich spiele im Moment nur Battlefield. Keine Ahnung wieso, ist einfach das geilste Spiel, was ich seit langem wieder gesehen habe. Von daher, No Flame ist es einfach gerade so. Wenn MW3 rauskommt, wird natürlich wieder hammer viel MW3 und Battlefield 3 kommen. Das wird auf jeden Fall sein. Für alle Battlefield-Leute, freut euch drauf. Es wird auf meinem Kanal jetzt regelmäßig Battlefield geben, denn das Spiel fasziniert mich einfach saugut und saukrass. Von daher, ja, wenn ihr auf beide steht, seid ihr herzlich willkommen. So, ich fange mal an, ein bisschen PC. Es ist jetzt rausgekommen, dass Call of Duty Elite, oder Elite auf Deutsch gesagt, für den PC nicht da sein wird. Also bis zum Release wird es dieses Call of Duty Elite Programm nicht geben und auf jeden Fall auch nach Release nicht. Sie haben gesagt, die werden es nachreichen. Das ist aber, schätze ich mal, so gehandhabt wie ja die Mods oder die eigenen Mods, die man machen kann in Black Ops. Sprich, da kommt nach einem Jahr oder was. Also da können wir als PC-Spieler, glaube ich, nicht drauf warten. Auf jeden Fall ist es ziemlich schade, dass sie es jetzt nicht machen. Da gibt es noch eine andere Sache für PC. Es wurde gesagt, oh, ihr kriegt getrennte Server, Dedicated Server. Ja, wo wir alles drauf einstellen können, wie früher bei Call of Duty 4, die wir auf eigenen Root-Servern laufen lassen können, ohne dass wir uns teure Server kaufen müssen. Ja, und jetzt wurde zweieinhalb Wochen vorher wurde dann gesagt, ja, ihr kriegt eure Server, aber die kriegt ihr unranked. Das heißt, für alle Leute, die den Unterschied zwischen ranked und unranked nicht wissen, bei unranked kann man nichts freischalten. Das ist, man spielt, also wenn man, ich werde das so machen in MW3, ich werde mir auf ranked alles freischalten, bei ranked gibt's dann nur P2P, also Play-to-Play Matchmaking. Wie bei MW2. Ich werde mir dort alles freischalten. Vielleicht komme ich ja aus Versehen auf eine Hacked Lobby und werde dann direkt auf die Unranked Server wechseln, weil es gibt nichts Besseres als Unranked Server. Es wurde auch gesagt, dass die Server auch wirklich wie bei MW1 komplett selbstständig einstellbar sind. Der Nachteil ist einfach nur, dass es Unranked ist und ja, jeder weiß, Unranked ist immer scheiße, weil man muss dann die ersten, weiß was ich, 80 Level oder die ersten 160 Level bis zum 2. Prestige muss man dann, nur dürfte ich auf einen Ranked Matchmaking System machen und das will ich einfach nicht. Von daher werde ich mal gucken, wie ich das regel. Ja, dann gibt's noch was, was ich rausgefunden habe. Die Call of Duty und Battlefield 3 Verkaufszahlen. Ja, ich war ein bisschen interessiert, wie sich so Battlefield und Call of Duty verkauft oder vorbestellt wurde. Und ich habe jetzt mal die Daten bis zum 22. Oktober ausgekramt. Da werde ich euch jetzt ein bisschen was sagen. Also am PC ist es so, dass Battlefield 3 sich 204.000 Mal, ich runde mal ein bisschen auf, 205.000 Mal verkauft hat, vorbestellt hat. Und Call of Duty Modern Warfare 3 nur 85.000 Mal. Da sieht man auf dem PC schon mal den Unterschied, wie weit Call of Duty Modern Warfare 3 zurückgegangen ist. Auf der Xbox sieht es leider ganz anders aus. Call of Duty Modern Warfare 3 hat sich auf der Xbox 2 Millionen Mal vorbestellen lassen und Battlefield nur 1,3 Millionen Mal vorbestellen lassen. Auf der PS3 sieht es ähnlich aus, aber mit kleineren Ergebnissen und ein bisschen, ja nicht so ein großer Schnitt dazwischen, 774.000 MW3-Spiele und 550.000 Battlefield-Spiele auf der PS3. Was sehr, sehr witzig ist, also dass auf der PS3 so wenig kaufen, also ich dachte eigentlich, dass auf der PS3 und auf der Xbox ungefähr gleich viele spielen. Das wundert mich ein bisschen und ich hätte auch gedacht, dass auf der PS3 ein bisschen Battlefield 3 mehr verkauft wird, weil es gibt ja viele Consoleros, die beide Konsolen haben, sich denken, ja, meine Konsole hat ja als PS3 viel mehr Speicher. Ich habe hier auch schon gerade die Anführungszeichen in der Hand. Und deswegen kaufe ich mir Battlefield 3 anstatt für die Xbox für die PS3. Naja. Ist halt nicht so schlimm. Dann gibt's noch, also ich hau jetzt mal ein paar Sachen hintereinander raus, denn das finde ich relativ witzig jetzt. Es wurde ja immer schon so, dass aus den Presswerken Spiele geklaut werden. Und es ist jetzt schon wieder geschehen, MW3 wurde geklaut, 3 Wochen vor Release. Aber der Idiot hat die erste von 2 DVDs geklaut. Das heißt, er hat das, die erste Hälfte vom Spiel hat er, die restliche leider nicht. Was ihm das bringt, bestimmt gar nichts. Also das Einzige, was man mit der ersten CD machen kann, ist 3 Wochen früher an einem Crack arbeiten und versuchen, einen Crack rauszukriegen für das Spiel. Das wird funktionieren, aber spielen wird er damit nicht können und beziehungsweise nur bis zur Hälfte. Naja, ist es halt ziemlich doof gelaufen, wenn man aus der DVD nur die Hälfte rausklaut.
Es ist ja auch wieder bei MW3 wie genau bei MW2 und Black Ops war es auch schon so in MW1, dass Activision Hausbesuche macht, das weiß jeder, und dass die dann fragen, komm, gib mal das Spiel wieder, ihr kriegt dann das und das, weil es gibt es oft, dass geleakte Spiele sind und sobald die ein einziger das ins Internet lädt, haben es nachher 100.000 und da versuchen die es halt ein bisschen einzugrenzen, dass die Spiele wiederkriegen. Das Witzige ist, es ist auch jemand, wo ist das? Bei GameStop ist es und bei noch einer anderen Firma, die haben jetzt schon, also wirklich 14 Tage vor Release oder 13, haben die schon die ME3-Spiele bekommen. Und ja, es gibt Leute auf der Xbox, auf dem PC wird es nicht gehen, weil man sie über Steam die Server noch nicht hochfahren. Die fahren erst am Release hoch. Aber über Xbox ist es so, es gibt schon Leute, die haben in dem Profil schon MW3 eingetragen unter Achievements und sie haben auch schon die MW3 Singleplayer Achievements freigeschaltet. Ja, und das Pech für denjenigen ist, dass 1000 Leute das mitbekommen haben, das überall gepostet haben. Dann hat Microsoft das spitz bekommen und hat einfach seinen Account gebannt. Das heißt, er kann jetzt nicht mehr spielen. Aber das Witzige ist, er war ziemlich angepisst, so wie es aussieht. Auf jeden Fall hat er ja den Singleplayer-Trailer, den man am Anfang von der Singleplayer-Kampagne sieht, beziehungsweise ein bisschen was von der ersten Mission, hat er schon hochgeladen. Einfach, ich glaube, ein bisschen aus Rage, ein bisschen aus Wut, dass er nicht spielen kann, obwohl er eigentlich gar nichts gemacht hat. Er hat ja nichts hochgeladen, gar nichts. Hat er das gepostet? Das heißt, ihr könnt euch jetzt live im Internet schon den ersten Trailer angucken. Den werde ich euch auch mal in die Beschreibung packen von dem SP-Trailer, der am Anfang ist. Und ja, die Call of Duty Serious Leute haben auch gesagt, dass es kein Fake ist. Die haben sich das wohl ein bisschen analysiert und ein bisschen angeguckt. Und es sieht wohl relativ echt aus. Ja, doof für Microsoft oder doof für Activision. Nur weil, ja, GameStop einen Fehler macht und das Spiel zu früh rausliefert, wird er bestraft. Ja, das hat er wohl nicht auf sich sitzen lassen, würde ich mal sagen. Und hat es einfach weitergegeben. Ja, kann man nichts machen. Ist halt eine saudoofe Sache. Bei mir wird es so sein, ich werde mir jetzt morgen oder übermorgen Battlefield, ach, ME3 vorbestellen und dann werde ich es ja besitzen. Und ja, dann wird es abgehen, würde ich mal behaupten. Von daher weiß ich gar nicht, was die haben. Ich bestelle es bei Amazon. Da ist es immer so, wenn man es so bis zum 3., 4. bestellt, hat man das Glück, dass es anstatt am 8. ankommt, schon am 10. ankommt. Schon am 7. ankommt. Das heißt, man hat am 7. schon. Ja, ich hoffe, es hat euch das Gameplay euch ein bisschen gefallen. Wenn es gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch, verbreitet es doch, damit mehr Leute sehen können. Und jupp, ciao, euer Max Rom.